Hallo meine Freunde der Sonne, weiter geht's mit Songs aus der Bohne Teil 2 von Julian Bam. Das ist ein magischer Bohnen, jede Bohne steht für eine Musiker. Wenn du meine Scheiße hoppst, ne? Nimm eine. Was ist das? Ey, das war so krass. Ja, Mann, hab ich doch gesagt, das ist ein magischer Bohnen. Oh Gott, was ist los mit dir? Geht's dir gut? Was haben wir denn hier? Das ist ganz klar eine Leiche. Nein, nein, das ist keine Leiche. Das. Gefunden auf Otto.de. 2. Wer war das? Eminem und Helene Fischer. Oh, stimmt. Lady, vollkommen crazy, ihr einfach Babys, wir wie das A-Team. Wäre besser, wenn ihr statt dem alten Salma Tape nehmt. Hey, tiki 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 tiki, Grand Shady. Tiki tiki, yeah, I'm the real Shady. Tiki tiki, warum trägt ihr den Masken? Selber gebastelt, könnt ihr darunter atmen? Ich glaub, ist ziemlich belastend. Yeah, seid ihr so hässlich, ja, ganz ehrlich, ich check. Bitte, wenn ihr die hackt, dann steig ich nicht mehr hier fest. Tiki tiki, ihr sagt mich, bevor ich euch weg. This, check this, magic mit Rap, the perfect is. Check this, rack, the deck, jack, the fact is. Must spaghetti, du bist aber fantastic. Aber gonna rob it, the summer, the suffocation, yeah. Atemnot durch den Schlag, weil ich den Solarplexus traf. Ja, die Bohnen sind so stark, ab morgen sicher Magen-Darm. Schlag euch rot, grün und blau, Cyan, Magenta, von Turm bis Grau. Alter, jo, John jetzt laut, ich glaub, die stehen bald wieder auf. Gib mir so Punch, du bist atemlos. Achso. Das passiert mir auch immer, wenn ich mich früher immer im Spiegel sehe. Da automatisch kommt direkt ein Würgereiz. Sofort. Ohne Wenn und Aber, einfach so. Kommt direkt ein Würgereiz. Wenn ich sehe, okay, das bin ich im Spiegel, geht sofort los. Ich weiß auch nicht, wieso. Wieso wirfst du mir 2 Bohnen in den Mund? War keine Absicht. Aber die haben uns ja da rausgeholfen. Ja, und die haben uns da auch reingebracht. Ja, hast schon recht. Lass uns keine Bohnen mehr nehmen. Okay, wir nehmen keine Bohnen mehr. Deal. Großer? Oh, Papa, bitte jetzt nicht. Ich weiß, wie du dich fühlst, mein Sohn. Papa war auch mal verliebt. Du warst verliebt? Liebst du Mama nicht mehr? Oh, Papa, geh doch raus! Erzähl doch mal, wie war dein Date? Oh, Papa! Ich will nicht mit dir darüber reden. Außerdem habe ich ganz andere Probleme. Warum so aggressiv? Das kenne ich. Kam die Schildkröte nicht aus dem Panzer raus? Hm? Oh, was? Ah, das passiert mir auch ständig. Neulich mit Mama. Da haben wir nämlich... Hey, hör auf! Sohn, wenn die Männlichkeit nicht in ihrer gewohnten Länge... Lass uns keine Bohnen mehr. Boah, das ist doch so ein unangenehmes Gespräch mit dem Vater, ne? Wer hat denn so ein Gespräch schon mal geführt? Seid mal ehrlich, wer hat denn von euch schon mal so ein Gespräch mit den Eltern damals geführt? Wenn dann der Vater reinkommt oder Stiefpapa, dann fängt so mein Sohn, du bist jetzt alt genug. Ich sehe, du hast ein Auge auf jemanden geworfen. Deine Website, so wichtig wie... Das sind so peinliche Gespräche. Mama, bitte heute nicht, lass mich jetzt allein. Verlass bitte mein Zimmer, lass gut sein. Lass gut sein. Es ist nicht so, wie es scheint. Du verstehst mich nicht, nein, red nicht von meinem Kleid. Außerdem ist er breit, breit und ich klein. Raus mit dir jetzt, verpiss dich denn. Du hast nicht gecheckt, was ich alles durchgemacht hab. Ich hab mich steifen,
Ich bin seine Tanzeinlage sehr gut. Weißt du was? Wir holen einfach Mama dazu und dann reden wir gemeinsam darüber, okay? Fuck! So, das Ticket bitte. Ah, shit. Ich hab leider kein Ticket. Das Ticket bitte! Ich hab kein Ticket. Wie kein Ticket? Dann haben wir schon her mit dem Ausweis, bitte. Verdammt. Ich hab mein Portemonnaie nicht dabei. Ach, so ist das! Dann fahren wir gar nicht erst los! Können wir bitte weiterfahren? Lieben gern. Es geht nur leider nicht, weil wir einen Schwarzfahrer hier sitzen haben. Ist doch dieser YouTuber da, dieser Rezo. Nee, das ist doch dieser Revi. Revi, du Bastard! So sieht's also aus. Erst die dicken Kohlen verdienen und dann schwarz fahren. Wie teuer ist denn ein Ticket? Schmeiß den Wichser raus jetzt! Hier passiert erstmal gar nichts, bevor die Strafe gezahlt wurde oder die Polizei hier ist. Jetzt zahl endlich das scheiß Ticket, Junge! Will ich ja. Wie teuer ist denn ein Ticket? Boah, unerhört sowas. Schlimm, oder? Die Jugend von heute. Ich will weiterfahren! Wenn er nicht will, schmeißen wir ihn halt raus. Okay, ach, du Scheiße. Wir nehmen keine Bohnen mehr. Du Scheiße. Jetzt bin ich gespannt. Die neuen Tuck Crisp. Extra dünn. Jetzt extra bin ich wirklich gespannt, ey. Hab kein Ausweis dabei, können wir uns trotzdem beeilen? Können Sie ein Auge zudrücken oder zwei? Muss nach Hause zu Mama, meine Freundin ist schwanger. Normal steig ich niemals ohne Ticket ein. Bitte rufen Sie nicht die Polizei! Sonst steig ich um in die Bahn. Steht alle auf, raved und tanzt. Wir fahren durch bis Japan. Yeah! Wie du tickst, geht gar nicht klar. Ich zeig morgen mein Ticket nach. Trink Cola aus nem Whiskyglas. Auch der Busfahrer nickt den Tag. Heute fahren wir alle schwarz. Der Bus wird heute zum Ballermann. Wir haben schon jemand angefahren. Doch der Bus respawnt ihn, weil er kann. Yeah! Ich hab hier einen Kohl. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das auch mega peinlich, mir ist es auch schon mal passiert. Das ist schon ein paar Jahre schon her. Da war ich auch bei der Polizei, da wurde mein ganzes Portemonnaie geklaut, aber ich musste an dem Tag noch auf Arbeit. Und genau, ey, wirklich ohne Mist, die ganzen Monate nicht ein Kontrolleur und genau ab wirklich an den Tag kam Kontrolleur. Und ich so, wo ihr Ticket bitte, so übelst laut, ne, ich so, ich habe mein Portemonnaie heute verloren. Und ich hatte sogar von der Polizei hatte ich so einen Schein. Habe ich der so gezeigt, so, ja, ich brauche aber ein Ticket, da müssen Sie sich eins holen. Da habe ich gesagt, ich habe kein Geld, ich habe alles verloren. Und alle schon so übelst am Lächtern. Ich glaube, irgendjemand hat das auch aufgenommen und sowas. Und das war mir so, aber wirklich so unangenehm, ne? Ich dachte so, oh, ey, nee. Es kann jetzt nicht wahr sein. Ne? Dann kam der nächste Kontrolleur, weil die dachten, ich will irgendwas machen. Ich saß da das ganze Mal, hab mit denen ganz normal diskutiert, als ob ich jetzt hier anfange auszurasten oder sowas. Ne? Gut, ich wurde ein bisschen lauter, aber mehr habe ich nicht gemacht. Und haben alle Leute auf mich geguckt und ich dachte, oh Scheiße. Schöne Gesangsanlage. Wirklich. Aber wenn Sie kein Ticket haben, dann zahlen Sie jetzt trotzdem die 60 Euro Strafe. Ach, wissen Sie was? Sie können mein Ticket haben. Sie haben es viel nötiger als ich. Den Rückweg gehe ich zu Fuß. Ah, fuck! Ah! Oh, ah! Sie haben es viel nötiger als ich. Ich fand's schon scheiße, dass du einfach abgehauen bist. Ich hatte alles vorbereitet. Und dann warst du einfach weg. Okay, John, bleib einfach ruhig. Denk dir einfach etwas Logisches aus, was ultra smart klingt. Ich war doch da. Du warst doch weg. Ich war doch da. So, bei dir. Wow, John, wow. Hat dich das irgendwie abgetönt? Okay, du kannst es noch retten, aber jetzt versau es bloß nicht.
Ich war Zähneputzen. Ich hatte irgendwas zwischen den Zähnen und das war voll ekelhaft und so. Fuck. Okay, scheiß drauf, ich bin weg. Taxi! Ey, wenn du gar keinen Bock auf mich hast, dann sag mir das doch. Aber reit doch nicht ewig darauf rum. Ich reit doch gar nicht auf die rum. Also nicht, dass ich nicht auf die rumreiten will, weil dein Arsch ist echt geil. Dein Charakter ist geil. Und dein Arsch ist aber auch geil. Also du bist generell geil. Also ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Steige Copa Cabana, so viel Grün habe ich noch nie gesehen. Er kann die nicht mal anpissen. Ich werde dir mal anpissen. Ich schwöre. Was? Ey, da kommt der Gummibärchen. Was? Hä? Peggy 16. Du bist gar nicht richtig erkannt. Jawohl, ey. Oh, ne. Sehr. Er liebt es auch, dich anzulügen. Er ist feige, feige. Aber du bist auch nicht gerade eine geile, geile. Pass zusammen, super Papa. Pass wie Klonscheiße. Sieh deine Frau, du ihr Mann. Jetzt mal ohne Scheiß, ey. Mach dich ran, ja, geht schon klar. Doof seid ihr beide, beide. Besser als das Original. Scheiße, du, mein Dorf wird angegriffen. Ich muss mal eben zu der Alten ins Café die fertig machen, ne? Ciao, euer Dida. Clash of Clans. Oh, ey, John! Du glaubst nicht, was gerade passiert ist? Ah, du hast ihn vorne genommen! Nicht so laut! Ihr werdet gesucht! Wir müssen uns beeilen! Die Masken sind nicht weit! Die Masken? Nicht so laut! Komm mit! Vorsicht! Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn irgendwo einer sich in einer Ecke versteckt und so spricht, also ich... Ja, ich würde sofort mitkommen. Ufe! Seid mal leise! Hier rein! Elvis Presley! Michael Jackson! Die Beatles! Heino, alles großartige Talente, Bands, Genies. Immer wieder gab es neue Musiker und Bands, die die musikalische Landschaft bunt aufmischten. Doch dann, seit Anfang des Jahrtausends, ist Schluss. Wieso? Wegen des Internets? Die Bohnen. Was soll das heißen, die Bohnen? Die Musikindustrie ist so schnelllebig geworden, dass alle nur noch auf die Bohne zurückgreifen. Um wieder wahre musikalische Vielfalt aufblühen zu lassen, müssen wir die Quelle der Bohnen zerstören. Darum muss ich wissen, woher habt ihr die Bohnen? Keine Ahnung, ich habe meine von John. Curly. Wer ist Curly? Warte mal. Das ist Curly. Den kenn ich von... Oh, oh nein! Oh, es wird immer schlimmer! Ju? Rezo? Hilfe! Du! Von Anbeginn der Zeit. Das ist halt so cool, als etwas Kostbares. Rezo? Rezo gehört auch zu den Masken. Ich hab ein Pferd am Start, es ist voll auf Gras und ich hol jetzt meinen Bro zurück. Mein Pferd ist Araber, jeder hört wie ich sag. Voila, wir holen dein Bro zurück. Ich hab alles mit dabei, die Bohnen eingepackt. Hol das Arschgesicht vom Bruder Joe jetzt zurück in die Stadt. Masken macht euch bereit und hört wie mein Pferd sagt. Yalla, wir müssen los, denn hab noch nen Termin beim Arzt. Er hat bei WhatsApp Bleibstandort geschickt. Ich weiß, wo
ihr werdet weggeklickt. Habt ihr schon den Abo-Knopf geklickt? Damit ihr auch die Fortsetzung nicht verpasst. Ich da, das hätte ich nie gedacht. Die Bohnen sind. Boah, das haben die wow, so war das unfassbar wieder eine geil spannende gemacht. Folge! Nice! Ich bin zu früh, John, Ju? John, kann Ju noch retten? Was ist mit Ju geschehen? Kann John den Ju noch rechtzeitig retten? Und was hat John zuletzt gesehen? Was hat er gesehen, was wir nicht gesehen haben? Wo kam dieses Pferd her? Gehört Rezo zu den Bösen? Oder ist der Renzo von Galaxy? Wie denkt ihr, wie es weitergeht? Schreibt es in die Kommentare. Und gebt viele Likes. Sehr viele Likes. Und taggt die auch. Bam Shop. Und die Jungs haben auch neue Tracks auf Spotify. Märchen in Asozial. Und haut es in eure Playlist. Hä? Was sehe ich denn da? In 2 Wochen gibt's einen neuen Teil von Märchen und zu Asozial. Auf jedem Foto hat sie 7-mal so viele Likes. Wohnt hinter den 7 Bergen und macht das mieseste Eis. Braucht kein Autotune, hat auch ohne Style am Mic. Aber kann dir sagen, wo sie wohnt, dann fährst du zu ihr heim. Okay, wird Zeit, dass ich jetzt Moves mach. Dem kleinen Luda statt ich einen Besuch ab. Und verdresch diese 7 kleinen Loser. Dann bin ich wieder die ein. Ey, richtig, 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 richtig geile Folge. Die hat wirklich mega Spaß gemacht. Also, ja, Dieter Bohlen war halt besser als das Original, ne? Muss man echt sagen. Und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ in der nächsten Aufnahme. Hier ein kleiner Tipp, heute kommt keine Beichten, da zu wenig Beichten zugeschickt worden sind. Ich werde es aber auch nochmal in der Infobox mit reinschreiben oder besser gesagt in Community-Tab. Also bis dahin, haut rein und tschüss!